Ja, und am Rande des LPT, wenn ich da schon mal beim Thema bin, möchte ich auch noch so kleine Sachen rund um den Neuanfang einfach mal loswerden. Als LPT. Oh! Kiste, her damit! Geil! So, wo wollen wir denn den Eingang mal machen? Man kommt von da, das würde ich dann noch ein bisschen schöner machen. Mache ich hier. Dass man hier schon mal so kleine und das Schild würde ich dann da vorne einstellen. Wie machen wir das hinterm Haus? Ich glaube, da würde ich tatsächlich nochmal eine schöne Brücke rüberbauen. Sag mal, was ist denn hier los? Das könnte ich tatsächlich freilassen und Wasser reinmachen. Das wäre geil. Nur mal so zur Info. So. Ja, da würde ich eine schöne Brücke rüber machen. Ja. Und wo würde ich die anfangen? Ich müsste ja die irgendwo anfangen. Ich glaube tatsächlich, dass ich die dann. Mach da mal kurz eine Woodwall hin. Ja. Nee, was mich wirklich. Also erstmal muss ich ein großes Kompliment an Davitain und Fabian Sigismund aussprechen. Das, was sie in den letzten, ja, das sieht irgendwie scheiße aus. Das machen wir noch mal irgendwie anders. Ja, aushalten mussten an Kritik und an, was da nicht alles aufgekommen war wegen, jetzt ist das APT hier nicht mehr so wie früher etc. Bla 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 bla. Das ganze Rumgeheule einfach. Hier könnte man das gut machen. Muss ich wirklich sagen, dass die beiden das wirklich super gemeistert haben. Also, die haben wirklich viel Kritik in den, besonders zu so Anfangszeiten der EPT. Will mich das Spiel eigentlich mobben? Ich möchte hier in Ruhe die Themen erzählen und meine Meinung loswerden und es spawnen immer neue Sachen. Finde ich zwar geil, aber man kann es ja auch übertreiben. Gut, jetzt aber. Müssen halt sehr viel. Ja, kritische Kommentare einstecken. Ich meine natürlich kritische Kommentare wie schade, dass die beiden das nicht mehr machen. Also Kronk und Sarrazar. Oder jetzt wird es nicht mehr so sein wie früher. Damals war es wirklich. Hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, sage ich mal. Das sind so Sachen, okay, gut. Die verstehe ich vollkommen. Was will ich denn jetzt eigentlich machen? Ach ja, ich wollte ja schöne Lampen machen. Und zwar daraus. Ich brauche Glas und. Diese Rotzscheiße. Das ist keine Rotzscheiße. Und Glas brauche ich. Habe ich hier irgendwo Sand? Sand, Sand, Sand. Naja, auf jeden Fall, diese Kommentare waren okay. Aber die Kommentare, die dann gegen die zwei gingen, wie ihr beiden seid scheiße, ihr könnt. Oh. Ihr könnt nichts, bla 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 bla. Möchte ich alles auch nicht. Oh, wir haben ja hier. Möchte ich alles jetzt auch nicht wiederholen, was da geschrieben worden ist. Die fand ich wirklich, tut mir leid. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, ja, es ist schade, dass Kronk und Sarrazar und Sergeant Trumpel die schon nicht mehr machen. Alter. So, jetzt. Ich komme hier voll durcheinander. Aber man muss es auch akzeptieren und. Da verstehe ich halt einige nicht, warum
Ja, warum sie dann einfach. Ich meine, die Sündenböcke sind selbstverständlich sofort gefunden. David Hein und Fabian Sigismund. Wer anders kann da das beste Sündenbock sein? Gronkh und Sarrazin? Nee, die will man ja zurückhaben. Nix gegen Gronkh und Sarrazin natürlich, ne? Ja, im Gegenteil. Ich fand es wirklich eine große Stärke von den beiden zu sagen, nach 100 Folgen LPT, naja, es waren 100, über 100 Folgen, aber es gab halt eine 100. Folge, um einen schönen runden Abschied sozusagen zu feiern. Muss ich wirklich sagen, Respekt, dass ihr gesagt haben, okay. What the fuck? Ich krieg das heute nicht hin. Dass sie einfach gesagt haben, okay, wir hören damit auf, wir merken irgendwie so, die Luft ist draußen. Natürlich ist das im ersten Moment so. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Mir ging es ehrlich gesagt auch nicht anders, weil die Show, die sie bei mir gemacht haben, auch bis zur letzten Folge haben die überragend gemacht. Muss ich neidlos anerkennen. Also was heißt ja neidlos? Neidisch braucht man gar nicht zu sein. Man muss eher dankbar sein, was sie dafür gemacht haben. Aber man muss es auch akzeptieren und dass die gesagt haben, okay, wir schmeißen das jetzt hin, wir wollen jetzt einfach mal, ich sehe Gegner, einfach mal was Neues ausprobieren, finde ich völlig okay. Und wollen auch, und ich denke mal auch, so die Idee war dahinter, mal anderen, also nicht anderen eine Chance zu geben, aber vielleicht der Show eine neue Chance zu geben, indem die Show sich in neue Richtungen entwickelt. Und das kann natürlich nur durch zwei neue. Geht das nicht? Warum geht denn das nicht? Kann das natürlich nur gehen, wenn auch neue Moderatoren dazukommen. Und es gab ja auch die Möglichkeit. Entweder kann man das da nicht draufsetzen? Ich finde das irgendwie blöd. Ich möchte das da draufsetzen. Das kann ich leider nicht benutzen. Kann man da vielleicht Platten drauf machen? Naja, auf jeden Fall, fand ich wirklich toll, dass dann sich Fabian Sigismund und David Hein dafür, ja, bereit erklärt haben. Sieht irgendwie komisch aus. Die Show einfach dann zu übernehmen. Ich meine, man hätte auch als Alternative sagen können, nö, wir sagen die Show ab. Aber dann hätte es auch ein großes Aufstöhnen gegeben. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich guck mal, ob man da noch was Schönes anderes bauen kann. Und Tür zu. Ich kann auch, warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Dann machen wir es ein bisschen pompöser. Es wird zwar ein bisschen übertrieben werden, aber hey. Schalalalalala. Also wie gesagt, man hätte auch sagen können, nö, das machen wir nicht mehr weiter, das wollen wir nicht mehr so machen. Also von Studio 71. Und dann wäre die Sendung abgesetzt worden. Wurde es aber dann nicht. Und
Natürlich würde es dann anders werden. Natürlich, muss man neuen Leuten die Chance geben, auch so, naja, Konzept nicht, ja, gucken, wie, dass man halt mal schaut, okay, so machen die die Show und so könnte es ja weitergehen. Und leider gab es da wirklich viele, die halt den beiden nicht die Chance gegeben haben, halt sich dabei sozusagen auszuprobieren. Und das fand ich, um jetzt auf den Punkt zu kommen, richtig schade. Ich meine, und ich habe mich eh gefragt, was soll denn das überhaupt? Weil, jetzt geht das hier besser. Perfekt. Ja, so gefällt mir es schon viel besser. Hab mich auch schon vorher gefragt, hä, was ist denn jetzt mit den Leuten da los? Weil Fabian Siegesmund hat auch vorher mal LPT für ein paar Folgen übernommen. Und da haben sehr viele gesagt, ja super, hast du wirklich super toll gemacht, kannst gerne mal immer wiederkommen. Und plötzlich übernimmt er das zusammen mit David Hein und dann, nee, wollen wir nicht. Das habe ich irgendwie nicht so verstanden und ich finde es wirklich sehr, ja, nicht sehr fair gegenüber den beiden. Ich muss sagen, meiner Meinung nach, ich war auch sehr skeptisch als SSU, wie wird das werden, wie machen sie die Show, wie bringen sie sich ein und wie setzen sie das so ein bisschen um. Aber ich muss jetzt sagen, nach gut 3 Folgen jetzt, die beiden machen, ups, falsche Blöcke, die beiden machen das wirklich hervorragend. Hervorragend, also. Und auch wie sie sich gegen diese Hatern, ich nenne sie mal Hatern, weil Kritiker sind Leute, die können ihre Meinung sachlich äußern. Und die Leute, die meinten, ihre Meinung so loszuwerden, waren für mich in meinen Augen keine Kritiker, sondern eher, ja, Hater. Muss ich leider sagen. Und wie sie sich da gegen gewehrt haben sozusagen und das auch auf einer lustigen Art und Weise, fand ich wirklich brillant. Hut ab, also das war erste Sahne. Wir nennen mal das Dorf des Ursprungs. Geht das? Jawohl. So wird das Dorf erstmal heißen und ja. Natürlich ist man über so einen Neuanfang, wie es jetzt das Let's Play Together gemacht hatte, war man schon sehr skeptisch. Aber ich finde, man sollte auch den Leuten auch Chancen geben. Und nicht gleich sagen, Kacke, meh, mag ich nicht, etc. Das finde ich, ja, das ist einfach keine Form des Respekts. Das ist einfach nur Hauptsache haten, Hauptsache Scheiße finden, egal ob es vielleicht dennoch gut werden kann, etc. Das fand ich wirklich sehr schade und hat mich auch wirklich geärgert, das gleich so in Schlechte zu ziehen, obwohl es die beiden wirklich ausgezeichnet gemacht haben. So. Zack, zack, zack. Naja, ich bin aber froh, dass das ganz gut geklappt hat. Und, das machen wir mal hier irgendwie anders. Mal gucken. Ich will jetzt hier nur ein bisschen die Zäune machen. Brücke bauen wir irgendwann anders, weil ich habe heute noch in diesem Part vor, in eine Höhle zu gehen. Ja, tatsächlich.